In gewisser Weise hatte das Aufeinandertreffen der Gäste am Donnerstag im Puppentheater etwas von einem Klassentreffen, denn zur Eröffnung der Hall of Fame in der Villa P. hatte der Intendant ehemalige Puppenspieler und Schauspieler seines Hauses eingeladen. Das gab natürlich ein großes Hallo, denn man hatte den Eindruck, dass sich manche ehemalige Kollegen seit langer Zeit nicht mehr gesehen hatten. Gefeiert auf dem roten Teppich ging es in die Villa P., wo Intendant Kämpchen vor einer geheimnisvollen Tür auf seine Besucher wartete. Ich möchte aber zunächst erstmal mein Glas erheben auf die Superstars. Ich hoffe, wir haben euch würdig empfangen und es war uns ein Herzensanliegen, das so zu tun. Ja, nun wollen wir Sie, liebe Zuschauer, auch nicht länger auf die Folter spannen, denn nachdem Kämpchen das symbolische rote Band durchtrennte, öffnete sich die Tür und ein blau beleuchteter Raum wurde sichtbar. Ja, es ist kein blauer Salon, es ist ein sehr spaßiger Raum, ein zukunftsorientierter Raum, obwohl er eigentlich die Vergangenheit reflektiert. Und es ist ein Raum, der in der Tat sehr hell strahlt, aber dieses Licht, das ist, symbolisiert die Kraft, die 66 Puppenspieler, die in den vergangenen 60 Jahren auf dieser Bühne hervorgebracht haben. Die neue Hall of Fame, also die Halle des Ruhms, ist aber eher ein kleines Zimmer von vielleicht 3x5 Metern. Es beheimatet einige hochkant stehende Flachbildschirme und darauf kann man etwas über die aktuellen, aber auch und vor allem über ehemalige Puppenspieler erfahren. Also, unser Anliegen war es, Dankeschön zu sagen. Dankeschön zu sagen diesen alten, älteren Puppenspielern für ihre Leistungen, für ihre Verdienste um dieses Haus. Wenn man in diesen Raum hineinkommt, findet man dort Touchscreen-Monitore und dort kann man zum einen nachvollziehen, welche Inszenierungen gab es seit 1958 an diesem Haus. Und man kann alle Spieler mit Bild dargestellt kennenlernen, die seit 1958 hier im festen Engagement waren. Und wenn ich dann mal einen Spieler antippe, dann öffnet sich eine weitere Seite und ich lese seine Biografie, ich lese, was er heute macht und ich sehe mehrere Bilder von Inszenierungen, in denen er mitgewirkt hat. Wenn ich die darum wieder antippe, dann sehe ich nochmal einen genaueren Einblick in diese Inszenierung. Auf der Suche nach dem eigenen Bild, ehemaligen Kollegen, von denen leider auch schon viele verstorben sind, entdeckten die Puppenspieler die Möglichkeiten des Flatscreens, offensichtlich sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Bemühungen der Mitarbeiter, die dafür besonders tief in die Archive der kleinen Bühne abtauchten. Das ist eine ganz tolle Sache. Das ist eigentlich ein Erlebnis, was wir noch nie hatten in der Art. Und ich finde, was sich da ausgedacht wurde, das finde ich großartig. Und die Kollegen, die das vorbereitet haben und organisiert haben, also Hochachtung. Ja, nun dürfen Sie in das Zimmer des Ruhms eintreten. Vielleicht finden Sie ja Informationen über Inszenierungen, die Sie als Kind einst gesehen haben. Und vielleicht findet man ja auch noch die originalen Puppen dazu, irgendwo in der Ausstellung drumherum. Und wer die Puppe einst führte, das erfährt man nun in der Hall of Fame. Übrigens, Intendant Kämpchen versprach, dass die abgefahrene Gestaltung dieses Raums auch Auswirkungen auf das restliche Museum haben wird, denn man will die aktuelle Ausstellung umgestalten. Bis 2022 will man damit fertig sein.